Die Region Hannover hat heute den Indexwert von 36,2 erreicht. Wir liegen also über den 35, die als Vorstufe für stärkere Maßnahmen, die ab 50 einsetzen, erreicht werden muss. Daraus hat das Gesundheitsamt Konsequenzen gezogen. Wir werden eine Allgemeinverfügung erlassen, die die Zahl der Besucher von privaten Feiern auf 25 reduziert, für Gaststätten auf 50. Wir werden ein Verbot für die Nutzung des ÖPNV ohne Maske erreichen und wir denken darüber nach, auch in anderen Bereichen die Maskenpflicht deutlich zu erhöhen. Ab Mittwoch wird gelten, dass in allen Räumen, in denen Menschen arbeiten, auf den Verkehrsflächen, also nicht am Arbeitsplatz, sondern auf den Gängen und Ähnlichem, eine Maskenpflicht gilt. Diese Maskenpflicht gilt nicht für Schulen und Kindertagesstätten, in denen schon gesonderte und auch speziellere Hygienevorschriften erlassen wurden. Wir werden in den nächsten Tagen nach Absprache mit der Polizei die Kontrollen deutlich intensivieren, ob in Gaststätten und Restaurationsbetrieben die Vorschriften eingehalten werden. Und ich gehe davon aus, dass wir auch dort noch zu einer Verschärfung kommen werden, die wahrscheinlich dazu führt, dass der, der es nicht einhält, in Zukunft sofort mit einer Schließung seines Ladens zu rechnen hat. Das wird aber erst in den nächsten Tagen kommen. Insgesamt kann ich nur an jeden Einzelnen und an jede Einzelne appellieren, für sich selber die Sicherheit zu erhöhen, indem eine Maske getragen wird, immer dann, wenn man einen Abstand von 1,50 nicht einhalten kann oder wenn so viele Menschen zusammenkommen, dass es unübersichtlich wird. Das schützt mich, schützt aber auch meine Mitmenschen und das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Nur die Akzeptanz dieser Regeln, übrigens auch im privaten Umfeld, kann dazu führen, dass wir die Infektionen weiter eindämmen und dafür sorgen, dass sie nicht sehr schnell ansteigt. Wir haben das Glück, dass nach wie vor die Verläufe relativ harmlos sind. Also trotz einer relativ hohen Zahl von Infizierten haben wir im Moment nur 35 Menschen, die in Krankenhäusern liegen. Das muss aber nicht so bleiben, insbesondere dann, wenn deutlich ältere Menschen infiziert werden, kann der Verlauf auch wieder anders sein. Mein Appell: Schützen Sie sich, schützen Sie Ihre Mitmenschen, indem Sie einerseits Abstand halten, andererseits auf die Hygienevorschriften halten und das, was nach den Erkenntnissen tatsächlich wirklich hilft, auch häufig eine Maske tragen.